Zurück hier bei BF Sports. Wir sind hier wieder mit zwei Spielern vom FC 08, nämlich Gianluca Serpa und Nicola Leberer. Und heute wollen wir mal ein bisschen Abgefahrenes machen, nämlich eine Footkarte, wie ihr hier seht, von Nicola. Für die meisten Gamer geht es jetzt wieder die ganze Zeit im Jahr los, nämlich FIFA 19 ist am Start. Und deswegen wollen wir das Ganze doch mal hier durchspielen beim FC 08. Ja, du kannst dann immer ein bisschen hier die Karte, ich nehme es dir gerade mal ab. Und dann ist natürlich Gianluca, der dir wahrscheinlich gerne ein bisschen Tipps und mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn wir jetzt hier die Werte eintragen. Fangen wir doch direkt an, vielleicht mit Pace. Was würdest du dir selber geben? Da sind natürlich die Werte Beschleunigung und Schnelligkeit dabei. Ja, das ist schon ziemlich hoch. Mit Anhänger oder was? bin schon ein ziemlich schneller Spieler, das auf jeden Fall. Okay, was sagst du? Mal 70. 70? Wird höher gehen? Oder? Nein, das ist in Ordnung. Passt, okay, dann tragen wir doch hier mal eine 70 ein. Okay. Nächster Wert wäre dann natürlich Schuss. Da zählen die Hute rein wie Abschluss, Schusskraft, Weitschüsse, Volleys oder auch Platzierung vom Schuss. Als Verteidiger natürlich nicht die Hauptaufgabe, aber. Ja, für den Verteidiger ganz schön gut. Also, okay. Was sagen wir? Klar, das nehme ich natürlich gern. Wie viel? 88. Ja, das ist ja ein mächtiger Wert, der Schuss. Mächtiger Wert, okay. Wie sieht es beim Passen aus? Beim Passen aus, Übersicht, Kurzpass, Langpass, was kann man da sagen? Auslaufen. Nein, okay. Wie gehst du da recht? Moment, sag mal. Welche Richtung geht? Ja, so Richtung 80, würde ich jetzt auch mal so sagen. Okay. Richtung 80, okay, tragen wir doch gerne mal ein. Dann haben wir natürlich hier ein bisschen Lucio-Style in der Innenverteidigung. Dribbling, Beweglichkeit, Balance, Reaktion oder natürlich Dribbling dann selber. Ja klar, Dribbling ist jetzt nicht so die Hauptaufgabe von einem Verteidiger und ist auch nicht so mein Ding unbedingt. Wird auch nicht gern gesehen von Gabo genau. Wahrscheinlich, oder? Machen wir mal 60er-Bereich. 60er-Bereich, okay. 65. 65, ja. Das ist doch ein guter Wert. Dann haben wir natürlich eine ganz wichtige, die letzten zwei wichtigen, sage ich mal, Defensive. Ja, Kopfball, Stellungsspiel, Tacklings, was kann man da vielleicht eintragen? Auf jeden Fall sehr gut, ein bisschen besser als ich. Okay. 85? Ja. Okay, oder? Trägt er auch gerne ein. Und dann haben wir natürlich Physis, Stärke, Aggressivität, auch die Sprungkraft natürlich hier dabei. Ja, doch. Passt, oder? Passt, sehr gut. Okay. Sag mal, auch so Richtung 85. 85, okay. Super, perfekt. Dann hätten wir hier die endgültige Karte von Nicola und ich glaube, die kann sich ganz gut sehen lassen im neuen FIFA 19. Beide sind zufrieden und dann würde ich sagen, nehmen wir das so. Danke fürs Einschalten und macht's gut. Ciao. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wollt ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen, würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Black Forest Sports gibt es übrigens auch bei Facebook und Instagram. Schaut auch gerne dort mal vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.